Willkommen bei Mundiale Live. Ich bin Alina und ich erzähle euch heute die Geschichte von Alim Can. Und das ist eine Geschichte von Ljubow Voronkova und die heißt Der Garten unter den Wolken. Und die spielt in Usbekistan. Und das ist das erste Bild dazu. Und da sieht man den kleinen Alim Can und seine Schwester Lali. Und wenn ihr zwischen 5 und 11 Jahren seid, dann ist diese Geschichte genau richtig für euch. Alim Can! Alim Can, wo ist er schon wieder? Wo hat er sich versteckt? Fragt Lali, die große Schwester. Und jetzt hat sie ihn aber erspäht, denn die große Schwester Lali, die hat Augen wie ein Fernglas und sie sieht alles. Und was hat sie gesehen? Den kleinen Alim Can, wie er im Garten steht und an den Weinreben hochguckt. »Darf ich bitte ein paar nur ganz wenige essen?« bettelt Alim Can. Aber Lali ist unerbittlich. »Vater wird nach Hause kommen, eine Leiter aufstellen und dir ein paar Trauben holen. Und an der Rebe, da darf man nicht hochklettern.« Alim Can betrachtet die Trauben, die über seinem Kopf hängen, und die sind so saftig und süß und durchsichtig und die warten eigentlich nur, gepflückt und gegessen zu werden. Und jetzt soll er noch den ganzen Tag warten, bis der Vater nach Hause kommt? Unmöglich. Und da, jetzt hat sich auch noch ein kleiner Vogel auf den Weinstock gesetzt. Alim Can schnappt sich eine Steinschleuder, findet den richtigen Stein im Hof und zieht am Gummiband, was wir genau hier sehen, da hat er die Steinschleuder. Und da oben ist der kleine Vogel. Und in dem Moment unterbricht ihn wieder seine große Schwester und schreit, »Was machst du denn da? Hey, Alim Can, lass die Steinschleuder fallen, du kannst doch keinen Vogel töten. Das darf man nicht.« »Aber was ist, wenn er in die Trauben beißt?« sagt Alim Can. »Die Trauben reichen für ihn und für dich und für alle. Man kann doch keinen Vogel wegen 2 Trauben töten.« »Nee, das darf man bestimmt auch nicht«, sagt Alim Can, der das schon kennt. »Natürlich darf man das nicht«, sagt Lali. »Und jetzt geh dir besser die Hände waschen und setz dich zum Frühstück.« Lali stellt ein Teller Schavli vor Alim Can. Das ist so ein flüssiger Frühstücksbrei. Und Alim Can sieht, dass auf dem Tisch aber auch eine Schüssel Kekse steht. Und er ist natürlich nicht blöd. Und gerade als Lali zum Händewaschen geht, da schnappt er sich ganz schnell ein paar Kekse und rennt über den Hof. Denn Schavli, das mag er nicht so gerne essen. Und Lali dreht sich um. Der Bruder ist weg, die Kekse sind weg. Und sie denkt sich, Alim Can, wo ist er jetzt schon wieder hingegangen? Unglaublich, keine 2 Minuten kann man ihn aus den Augen lassen. Und Lali geht raus, vors Hoftor und guckt in die eine Richtung und die andere Richtung. Aber von Alim Can fehlt jede Spur. Lali schüttelt den Kopf und ihre schönen Zöpfe, die sie sich auf dem Rücken geflochten hat, wie alle Usbekinnen, die tanzen so auf dem Rücken. So. Alim Can ist wirklich ein unglaublicher Schlingel. Aber wo ist er hin? Alim Can, der ist bestimmt zu seinem besten Freund Yusuf gelaufen. Yusuf, der ist Alim Cans Kumpel und er wohnt auf dem Hof gleich gegenüber. Das ist nämlich ein kleines Dorf. Und Alim Can, der isst so seinen Keks auf dem Weg zu Yusuf, schlendert über die Dorfstraße und lässt sich Zeit. Und da, wo ganz viel Staub auf der Straße liegt, das ist nämlich ziemlich heiß und sandig, da fängt er an, mit den Beinen so den Staub hoch zu kicken und da entstehen riesige Wolken drauf. Und dann denkt sich Alim Can, hätte Lali mich jetzt gesehen, da hätte die bestimmt sofort geschrien, Alim Can, das darf man nicht, so viel Staub aufwirbeln. Du machst ja alles schmutzig, was machst du denn da? Und in diesem Moment, da hält ein großes Auto gleich neben Alim Can. Und der ist so klein, der sieht das im ersten Moment gar nicht. Und auf einmal kurbelt jemand das Fenster runter und ruft mit einer großen, tiefen, tiefen Stimme. Hey Junge, wirbel nicht so viel Sand auf, sonst gibt's Ärger. Und Alim Can erschreckt sich irre, lässt einen Keks fallen und springt im letzten Moment aus dem Weg. Das Auto ist nämlich riesengroß und es ist so ein großer LKW, wie ihn sein Vater auch fährt.
Der fährt immer zur Baumwollernte damit und dann zum Kolchos die ganze Baumwolle abliefern. Und Alimjan, der würde so richtig gerne auch mal mit seinem Papa in dem LKW mitfahren, aber er ist zu klein und er darf noch nicht mit. Und Alimjan läuft schnell vor dem bösen Fahrer weg, der ihm noch mit der Faust hinterher droht. Und er schlüpft schnell durchs Hoftor bei Yusufs und geht zu Yusuf auf die Terrasse. Und da sieht er schon seinen Freund sitzen und er nascht irgendwas aus einer großen Schüssel. Das sind die beiden. Und Yusuf, was der da nascht, das ist nämlich gedämpfter Kürbis. Den holt er einfach mit seinen kleinen Fingern aus dem Topf und schiebt sich den genüsslich in den Mund. Und als er seinen Freund Alimjan sieht mit den Keksen, sagt er: Komm, setz dich und iss. Und Alimjan setzt sich neben ihn, nimmt ein Stück gelben Kürbis aus dem Topf und verklebt sich sofort die Hände und den Mund. Und dann naschen die beiden. Und Alimjan guckt sich um, guckt sich den naschenden Yusuf an und sagt: Mann, dir geht's gut. Du darfst machen, was du willst. Und ich. Was willst du denn? Sagt Yusuf. Ach, dir geht's doch gut. Guck mal, der Esel da vorne, der hat's schlecht. Der schleppt den ganzen Tag schwere Säcke und Holz. Und dürfen tut er gar nichts. Aber ich, antwortet Alimjan, aber ich werde die ganze Zeit rumkommandiert. Was ich will, das darf man nicht tun. Und was ich nicht tun will, das muss ich tun. Oh, immer nur muss und darf nicht. Das ist alles, was sie kennen. Du musst und du darfst nicht. Das muss man, das darf man nicht. Und in diesem Augenblick, da schaut Yusufs Großmutter aus dem Haus. Und sie hat ein gelbes Tuch auf dem Kopf und zwei schwarze Zöpfe, die darunter hervorgucken, mit schon ein bisschen Grau drin. Und die Oma sieht die beiden naschenden Jungs auf der Terrasse und sie ruft: Yusuf Can, wir müssen den Hof fegen. Was isst du denn da aus dem Topf? Das darf man nicht. Yusuf Can, nimm dir doch einen Teller, iss vom Teller. Sagt Alimjan, bei dir ist es ja doch genau das gleiche wie bei mir. Also steht er auf, drückt seinem Freund einen Keks in die Hand und schlendert wieder nach Hause. Und als er ankommt, da steht die Sonne schon hoch am Himmel und es ist unglaublich heiß. Und Alimjan wirbelt extra viel Staub auf, weil der hat die Faxen richtig dicke. Und dann natürlich in diesem Moment sieht er genau seine Mutter am Hoftor stehen, die den Kopf schüttelt und das sieht. Ach, mein Sohn, jetzt wird der Wind den Staub über die Höfe tragen. Und glaubst du, die Nachbarn werden sich bei uns dafür bedanken? Das macht man nicht. Zum Teufel mit diesem, das darf man nicht, sagt Alimjan und kickt noch mal extra viel Staub auf. Und bald darauf, da kommt der Papa mit seinem großen LKW angefahren von der Arbeit nach Hause und Lali, die Schwester, die deckt den Tisch für das Mittagessen. Die ist nämlich schon 11 und die hilft ein bisschen mehr im Haushalt. Und am Nachmittag, zur heißesten Stunde, da kann man sich jetzt nämlich ausruhen nach dem Essen. Und die Mutter, die ist gerade vom Feld gekommen und die ganze Familie isst gemeinsam und danach geht Lali schnell zu ihren Freundinnen und die Eltern, die nehmen sich ein bisschen Decken und Kissen aus dem Haus und legen sich auf den Aiwan. Das ist in Usbekistan so eine lange Terrasse vor dem Haus. Darüber sind die Weinstöcke und es ist schön schattig und es ist kühl und angenehm. Und da kann man Pause machen, bevor man wieder zur Arbeit muss. Und Alimjan kuschelt sich bei seiner Mama ein, der ist nämlich noch 5 Jahre alt und der geht noch nicht zu seinen Freunden mittags. Und die Mama ist unglaublich müde, aber Alimjan lässt sie nicht einschlafen und er sagt: Mama, warum schließt du deine Augen? Es ist doch immer noch Tag und nicht Nacht. Ich bin müde, mein Sohn. Meine Augen schließen sich ganz von selbst, sagt die Mutter. Mama, warum bist du so müde? Weil ich gearbeitet habe. Ich habe den ganzen Vormittag Baumwolle gepflückt, Alimjan. Aber Mama, dann hättest du halt keine Baumwolle gepflückt. Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Da muss die Mama ein bisschen lächeln und tätschelt ihren Sohn auf den Kopf und sagt: Aber Alimjan, das ist unsere Arbeit. Und Mamas Augen, die schließen sich wieder und sie schläft ganz tief ein. Aber Alimjan, dem lässt das keine Ruhe und er rüttelt sie wieder wach und sagt: Aber Mama, warum arbeitest du denn? Ach, mein Sohn, sagt die Mama und kann sich nicht entscheiden, ob sie schon ein bisschen ärgerlich ist. Brauchst du denn ein Hemd an deinem Körper?
Ja, brauchst du. Und alle anderen brauchen auch eins an ihrem Körper. Alle Menschen. Und du weißt, dass aus der Baumwolle, die wir ernten, Stoffe gewebt werden, die dann in die ganze Welt verschickt werden und daraus nähen Menschen, ihren Kindern, so wie dir, Kleidung. Das leuchtet Alim Jan nicht ganz ein. Aber wenn die anderen alle Baumwolle brauchen, warum pflücken sie nicht einfach selber? Sollen sie das doch selber machen? Ach, du bist so dumm, mein Sohn, sagt die Mutter, und jetzt muss sie aber endgültig lachen. Die anderen haben doch ihre eigene Arbeit. Jeder macht seine Arbeit und man kann es nicht lassen. Wenn einer ein Haus baut oder einen Zug fährt oder Kühe melkt. Aber den Satz, den kann sie gar nicht mehr fertig sagen, denn da ist sie schon von ihrer Müdigkeit übermannt eingeschlafen. Und diesmal, da weckt Alim Jan seine Mama nicht mehr, denn er liegt einfach lange nach, da und liegt, denkt nach. Ja, denkt er, Mama hat schon die Wahrheit gesagt, weil wenn die Bäuerinnen zum Beispiel Baumwolle sammeln würden, dann würde ja niemand mehr die Kühe melken. Und wenn der Lokführer einfach nach Hause geht oder Kühe melken geht, dann bleiben ja alle Züge einfach stehen. Das leuchtet ihm ein. Und trotzdem liegt er noch lange da und denkt nach. Und dabei schaut er auf die Berge, die sieht man nämlich, wenn man auf dem Aiwan liegt und entspannt. Und die Berge, die erheben sich wie eine riesige, gezackte Mauer am Horizont vor dem blauen Himmel. Und es sind gelbe Berge aus Stein und Geröll. Und da wächst nicht viel drauf, kein Gras und keine Büsche. Nur ganz, ganz weit oben, direkt eigentlich unter den Wolken, da stehen auf einmal ein paar Bäume und die sind reich behangen mit Granatäpfeln und anderem Obst. Und die scheinen sich irgendwie an den Händen zu halten und stehen in so einer Reihe auf dem Bergrücken. Und Alim Jan wollte schon immer mal in diesen Garten unter den Wolken gehen, aber er darf nie mit. Und im Hof ist es ganz ruhig, nur der Vater schnarcht unter der Platane. Und Alim Jan denkt weiter nach und denkt, warum gibt es eigentlich Bäume? Wie sind die eigentlich da hingekommen? Die Berge sind doch ein einziger Stein und trotzdem gibt es da Bäume. Das sollte ich mal nachsehen. Aber wenn ich jetzt losgehen würde, dann würden alle schreien, hey, Alim Jan, wo gehst du hin? Das darf man nicht. Ich bin hier, erklingt plötzlich eine tiefe Stimme von der Treppe. Und Alim Jan, der springt sofort auf und sieht auf einmal, wen sieht er da, einen langen Mann unter dem Weinstock sitzen und seine Augen sind schwarz und seine Augenbrauen sind ganz hart und seine Lippen sind auch ganz hart. Und da sitzt dieser ganz lange Mann mit seinem langen Gesicht und langen Armen und hat einen Stock in der Hand. Wer? Sagt Alim Jan. Wie wer? Du hast mich gerufen. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Das bin ich. Oder darf nicht, in kurz. Moment, Moment, sagt Alim Jan überrascht. Wenn du darf nicht bist, wo ist denn dann muss man? Und ich bin hier, kommt eine weitere Stimme zurück. Und neben darf nicht, da sitzt auf einmal ein zweiter Mann, so ein kleiner Dicker, und der ist ganz rund im Gesicht. Der hat ein kugelrundes Gesicht, kugelrunde Augen, einen kugelrunden Bauch und ganz kurze Beine. Ja, sagt er. Das bin ich. Ich bin Musmann. Was kann ich tun? Warum seid ihr hergekommen? Sagt Alim Jan und guckt entgeistert von dem einen zum anderen. Wie? Wir leben hier, sagt Darf nicht. Aber wir leben hier zum Wohl der Eigentümer. Zum Wohl? Sagt Alim Jan. Darf nicht und muss man. Ihr wohnt wohl eher zur Qual der Eigentümer hier. Ich wünschte, ihr wärt weg. Ja, Alim Jan, sagt Musman mit einem Seufzer. Dann bist du verloren. Kennst du den Ali Beg? Ali Beg, ja, den kennt Alim Jan auf jeden Fall. Der ist nämlich mal von der Schule geflogen. Da war was los. Ja, der ist mal von der Schule geflogen, sagt Alim Jan. Warum wurde er rausgeschmissen? Sagt Musman. Naja, also er wollte keinen Unterricht machen und er schikanierte alle. Und er hat in der Schule die Fenster zerschlagen. Ja, der hat gesagt, die will ich jetzt kaputt machen. Und dann hat er einen Stein genommen und es einfach gemacht. Und warum ist er so? Weil wir nicht in diesem Haus gelebt haben. Sagt Darf nicht. Aber, ja, sagt Muss man, wenn wir in diesem Haus nicht leben würden,
dann wärst du genauso. Aber ich will nicht sein wie Ali Beg, schreit Alim Jan. Ich will nicht sein wie Ali Beg. Ich will nicht. Und auf einmal wird er wachgerüttelt und man hört nur die Stimme der Mutter, die sagt, mein Sohn, warum schreist du denn? Hast du schlecht geträumt? Und Alim Jan öffnet seine Augen und sieht auf einmal über sich seine Mama, die schon wach ist. Und sie hat sich mit einem weißen Tuch auf dem Kopf bedeckt und ist schon fertig, um wieder aufs Feld zu gehen. Und Alim Jan guckt sich um, guckt zur Treppe, wo die beiden Kobolde saßen, und von den beiden fehlt jede Spur. Und eigentlich kann er sich gar nicht entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht war, was die beiden ihm erzählt haben. Denn auf der einen Seite ist es natürlich sehr schlecht, wenn darf nicht und muss man unter der Treppe des Hauses wohnen, weil dadurch hat er keine Freiheiten mehr. Auf der anderen Seite möchte er natürlich auf gar keinen Fall so werden wie Ali Beg. Kurz darauf ist es auf dem Hof sehr ruhig, weil alle zur Arbeit gegangen sind. Sie sind nämlich alle aufs Feld. Weil wenn Baumwollernte ist, da steht die Welt still und das ganze Dorf hat zu tun. Und sogar die Schulkinder kommen, um zu helfen, so auch Lali. Und die ist einfach losgegangen, ohne sich nochmal nach Alim Jan umzuschauen und Tschüss zu sagen. Aber okay, denkt sich Alim Jan, wenn er mal groß ist und Lastwagen fährt, so wie sein Papa, da wird er auch einfach einsteigen und losfahren und sich nicht nach ihr umgucken. Und bevor sie gegangen ist, hat Alim Jan seiner Mama versprochen, sich nicht weit vom Hof zu entfernen und auf jeden Fall die Hühner füttern und den Hof zu fegen. Und Alim Jan ist natürlich pflichtbewusst und dann füttert er die Hühner und dann nimmt er einen großen Besen und fängt an, den Hof zu kehren. Und er schwingt aber so ein-, zweimal diesen Besen aus so Reisigästen und der ganze gelbe Staub weht über seinen Kopf und hat den auch in den Mund bekommen. Ganz fies. Und dann nimmt sich Alim Jan einen alten Kupferkessel, füllt den mit Wasser an der Pumpe im Hof und dann fängt er an, den Hof zu bewässern und sofort legt sich der Staub, als wäre er nie da gewesen. Und in diesem Moment, da hört man auf einmal Ali Begs Stimme von der Gartenmauer runterrufen. Hey Alim Jan, willst du etwa Staub schlucken? Und hier ist der Ali Beg, der oben sitzt und hier unten ist Alim Jan, der fegt, wie er es seiner Mama versprochen hat. Moment. Genau, Ali Beg, der sitzt nämlich auf der Lehmwand und hält sich an diesem Baum fest mit den Aprikosen. Der wächst nämlich in seinem Garten und er ist ganz voll behangen mit ganz vielen leckeren gelben Aprikosen. Und Ali Beg, der nascht einfach eine nach der anderen und guckt Alim Jan beim Arbeiten zu. Boah, und Alim Jan, der guckt so hoch und er hat so Durst und es ist schon so warm und oh, wenn Ali Beg ihm wenigstens ein, zwei Aprikosen zuwerfen würde. Aber der denkt gar nicht daran. Und fragen traut sich Alim Jan auch nicht so richtig. Warum hast du denn den Besen genommen? Fragt Ali Beg wieder. Ich muss das tun, sagt Alim Jan. Oh, ich muss das nicht, sagt Ali Beg. Ja, aber dann ist euer Hof ja ganz schmutzig, sagt Alim Jan. Ist mir doch egal, sagt Ali Beg und spuckt so einen Kern in den Hof. Ja, und dann muss deine Großmutter fegen, sagt Alim Jan. Na, die ist aufs Feld gegangen. Und wenn die von der Arbeit wiederkommen, dann wird schon jemand fegen. Die Oma, die Mama oder die Schwestern. Irgendeine Frau. Aber die werden noch müde sein, sagt Alim Jan und denkt an seine Mama. Na, dann fegen sie halt nicht. Ich habe sie ja nicht aufs Feld geschickt. Sie hätten ja zu Hause bleiben können, sagt Ali Beg. Und hier greift er nach der größten Aprikose, fällt dabei aber prompt von der Mauer runter und dann lässt er so einen richtig saftigen Fluch hören. Da wird Alim Jan ganz rot. Och, Ali Beg steht auf, klopft sich ab vom Staub und ruft, na komm, komm Alim Jan, wir gehen zum Kanal schwimmen. Aber das darf ich nicht, sagt Alim Jan. Och, nichts darfst du, sagt Ali Beg. Und in diesem Moment, da sieht man eine große Staubwolke am anderen Ende der Straße und es ist Yusuf. Und Yusuf kommt in den Hof und sieht die Jungs und wirbelt ganz viele Staubwolken auf dabei. Alim Jan hat gerade gefegt. Und er sieht die beiden und ruft, hey Alim Jan, hey Ali Beg, lass uns schwimmen gehen. Und Alim Jan, der weiß jetzt natürlich nicht, was er machen soll. Er hat total Lust, zum Kanal zu gehen, denn es ist richtig warm und da gibt's reichlich Wasser und das Wasser ist sauber. Aber der Kanal, der ist ziemlich weit weg und er hat seiner Mama versprochen, dass er nicht dorthin geht. Und außerdem kann er ja gar nicht so gut schwimmen und Mama sagt, da gibt's Wirbel im Wasser und es kann ziemlich gefährlich werden. Und die Junge geht jetzt aber hin und er kann nicht.
Und da ist es schon wieder. Dieses darf man nicht. Das Verflixte darf man nicht. Und schweren Herzens sagt Alim Can, ich kann nicht mitkommen. Das habe ich meiner Mama versprochen. Und dann steht er da mit seinem Besen und guckt den Jungs hinterher. Und da wird er ziemlich traurig. Er wird sogar so traurig, dass er anfängt, ganz bitterlich zu weinen. Und dann geht er zurück in den Hof, wirft seinen Besen in die Ecke, wo die Kobolde wohnen, tritt nochmal Staub auf. Und dann geht er rein, um den Reisbrei zu essen, den ihm seine Mama heute Morgen dagelassen hat für die Mittagspause. Und Gott sei Dank ist es wenigstens wirklich richtig leckerer Brei, sogar mit Rosinen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, wenn man alleine zu Hause ist. Und deswegen schließt Alim Can das Tor ab und läuft um die Ecke zum Haus der Pioniere. Und das war früher so eine Art Jugendhaus, wie so ein Haus, wo sich alle Kinder getroffen haben, um zum Lernen und zum Spielen. Und der ist natürlich noch kein Pionier, aber die Kleinen dürfen auch rein. Und die älteren Kinder, die sind alle weg, die sind nämlich alle bei der Baumwollernte helfen. Aber die kleineren Kinder, die sind im Unterricht und die ganz Kleinen, wie Alim Can, die noch nicht in die Schule gehen, die arbeiten im Garten und helfen der Lehrerin beim Rechen. Das heißt, sie sammeln die alten Blätter auf, damit der Rasen neu nachwachsen kann im Hof. Und dann dürfen die kleinen Kinder die Vögel in einer Ecke des Gartens füttern. Und Alim Can, der schämt sich für heute Morgen, wo er den Vogel abwerfen wollte, der so frei war, und merkt, dass er Vögel eigentlich ganz lieb hat. Und da ist er und guckt den Vögeln zu. Und dann, als er die Spatzen gefüttert hat, da hat er gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist und läuft wieder schnell zurück nach Hause zum Abendessen. Und als er den Hof betritt, da hört er auf einmal hinter der Lehmmauer bei den Nachbarn jemanden ganz schlimm weinen. Und er denkt sich, nanu, das ist doch die Großmutter von Ali Beck, die da weint. Aber warum wohl? Und als er gerade den Hof betritt, da schreit seine Schwester Lali, da ist er, Mama, Papa, da ist er. Und der Vater sieht seinen Sohn und fragt streng, wo bist du gewesen? Ich war im Haus der Pioniere, sagt Alim Can. Ich habe Mama versprochen, mich nicht weit vom Hof zu entfernen, aber das Haus der Pioniere ist ja gar nicht weit weg, das ist ja gleich um die Ecke. Du hast mir gehorcht, Alim Can, und das ist gut, sagt die Mama und streichelt ihren Sohn auf dem Kopf. Aber Ali Beck, der ist zum Kanal gegangen. Und warum weint seine Großmutter? Sagt Alim Can und befürchtet schon das Schlimmste. Weil Ali Beck deshalb jetzt großen Ärger mit seinem Vater hat. Und seine Großmutter hat halt Mitleid mit ihm, also weint sie ganz schlimm. Ach, dieser Ali Beck, der ist ein Kummer für seine ganze Familie. Und Alim Can denkt nach, als er sich zum Abendbrot setzt. Und erinnert sich, wie leid es ihm heute Morgen tat, als seine Freunde zum Kanal gegangen sind. Denn so gerne wollte er mitkommen. Und er hat sich aber gefühlt wie ein am Seil gefesseltes Kalb. Und vielleicht wird er aber morgen hingehen? Einerseits, Kummer machen will er seiner Familie auf gar keinen Fall. Aber immer nur darf nicht und muss man, das geht doch auch nicht. Und Alim Can, der holt ganz tief Luft und geht auf den Tisch zu. Aber Lali wird in diesem Moment auf ihn aufmerksam und schreit aus voller Brust, hey, Alim Can, und was ist mit den Händen? Die musst du waschen. So mit ungewaschenen Händen zum Abendbrot, das darf man nicht. Na, und da ist der Groschen gefallen. Morgen, da geht Alim Can bestimmt zum Kanal. Und hier sieht man nochmal die Familie beim Baumwolle pflücken. Da ist die Mutter, Lali, Yusuf und Alim Can. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.